Ich mache das nicht zum Spaß und ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Ich habe mich nicht entschieden, Frau zu sein, so wie man sich seine Geschlechtsidentität nicht aussuchen kann oder sich für die eine oder andere Identität entscheiden kann. Keine Modeerscheinung und es ist keine Krankheit und trotzdem wird Transidentität in unserer Gesellschaft auch heute noch weitgehend tabuisiert. Menschen werden ausgegrenzt, es existieren Vorurteile und transidente Menschen werden heute immer noch eben Opfer von Alltagsdiskriminierung.